Begrüße Sie zum Medientermin einen Tag vor dem Spiel Young Boys gegen die Glasgow Rangers. Ich begrüße unseren Cheftrainer Jerry Seoane, unseren Verteidiger Frederik Sørensen und unseren Übersetzer Alex Weffler. Good afternoon to this press conference of BSA Young Boys ahead of the game against Glasgow Rangers. We have our defender Frederik Sørensen with us and the coach Jerry Seoane. Zuerst vielleicht ein paar Informationen von Clubseite. Es sind bis jetzt 26.000 Tickets für das Spiel von morgen verkauft, wovon 23.700 in Paketen. Das heißt, die Tickets sind für alle drei Heimspiele gültig. A few information ahead of the game. For tomorrow's game, 26.000 tickets have been sold. 23.700 have been sold within a package that is valid for all the three games. Heute Abend wird um 18.30 Uhr die Medienkonferenz der Glasgow Rangers stattfinden und es wird kein offizielles Training auf dem Platz geben, weil die Glasgow Rangers schon heute Morgen vor der Abreise in Glasgow trainiert haben. At 6:30 this evening, Glasgow Rangers will hold their press conference. They will not do a practice here at the stadium because they trained in Glasgow ahead of their departure to Bern. Und noch ein kleiner Hinweis für morgen Nachmittag für Ihr Programm. Um 14 Uhr beginnt das Spiel der Youth League im Sportpark Willer zwischen den Young Boys und den Glasgow Rangers. And also an information concerning tomorrow afternoon, 2 o'clock, with the Youth League games, Young Boys will face Glasgow Rangers in a Youth League game at Sportplatz Willer, which is very close to the Stade Suisse. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt würden wir gerne Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen in Englisch oder in Deutsch. Thank you very much. Now it's your turn to ask your question in English or in German. Please move the micro. The manager has had a lot of injury problems, a lot of players missing over the last couple of weeks. Will any of those key players be back for the game with Rangers tomorrow night? Die Frage ist, die Young Boys kämpft mit einigen Verletzungssorgen und jetzt ist die Frage, ob einige Schlüsselspieler morgen zurückkehren können für das Spiel. Hallo zusammen. Ja, wir haben einige Verletzte, die bekanntlich nach Operationen, über diese werde ich nicht groß informieren. Einzig fraglich sind Asale, Gamalö und Waro. Und alle drei konnten heute ein Teil oder ein ganzes Training mitmachen. Wir warten bis morgen früh, wie sie auf diese Belastung reagieren und entscheiden morgen. Ich hoffe, dass von diesen drei, am besten alle drei, aber vielleicht eins bis zwei dabei sind. The manager says, yes, indeed, we have a few injuries. I'm not going to talk about those players who are heavily injured, but there are three players that are questionable for tomorrow. These are Waro, Asale and Ngamalu. And I hope that they could train today. And I hope that one or two of them will be able to play tomorrow. Ja, wie erwähnt, ihr hattet viel Pech, Jerry, mit Verletzungen in letzter Zeit. Hat sich das auch ein wenig ausgewirkt aufs Training? Spürst du eine, ja, vielleicht eine gewisse Zurückhaltung in den Trainings, weil man sich nicht noch mehr Verletzte zuziehen will? Well, the question was that there was some bad luck with injuries in the last few weeks and he wanted to ask if there was some sort of influence or did that have some influence on the training, on the practice? Did he feel that some players wouldn't give that much in training because they feared to get injured also? Nein, ich denke, wir sind auf der gleichen Schiene weitergefahren, immer sehr sensibel auf die Belastung, immer im großen Austausch, im guten Austausch mit der Medical-Abteilung. Und der Grund ist, weil während den englischen Wochen sich sowieso wenig Möglichkeiten bieten, groß zu trainieren, ist das nicht ein Grund der Trainingsbelastung, sondern eher der Spielbelastung. Da wir immer weniger Spieler zur Verfügung haben, ist die Spielzeit immer auf wenige Spieler verteilt und dann erhöht sich ein bisschen das Risiko. Aber da können wir nichts machen, wir können ja nicht die Spiele verschieben.
The manager says that that had not much influence on the practice, on the situation in practice. But the thing was also that they had so many games in the last few weeks that they didn't have that many practices. And of course, it's a question of they had good exchange with the medical staff. And of course, they have to take care what happens during the game. And there are some players who had to play a lot during the last couple of weeks. And he tries to manage that as well as possible. Vielleicht eine Frage an Frederik. Wie siehst du die Ausgangslage vor dem zweiten Spieltag in dieser Gruppe? Question for Frederik Sørensen. What do you expect from tomorrow's game? Well, I think as a team, we're looking forward to like see how our stadium is in the Europa League. We're looking forward to play in front of our fans. Yeah, it's gonna be for sure gonna be a great game, and yeah, we're looking forward to it. In dem Fall auf Deutsch: Frederik Sørensen freut sich auf das Spiel morgen. Es wird ein großer Auftritt, ein großes Spiel, und er ist sehr zuversichtlich. Weitere Fragen? Further questions? Yep. Of playing in Scottish opposition before? Or? No, I've never played against Scottish teams before, no. Steven Gerrard, have you encountered him before? Is he somebody you admire? Yeah, we know. We of course, we know him. I also think that the Rangers maybe have his mentality on the pitch. They come very aggressive out, and yeah, mm-hmm. We're looking forward to also mess ourselves against a Scottish team. It would surely be good. Have you been watching Rangers? How do you know they are so aggressive? I saw the game against FC Midtjylland in the qualifier from the Europa League at home at Midtjylland. But I didn't see much more. Because it was Danish opposition, is that why you were watching that game? Yes, of course. Yeah. Do you have friends who play for Midtjylland? Yeah, I have some couple of old friends who are playing there. Have you been talking to them about that game? Yeah, I've talked with one of my friends, yeah, with the game. Who are the players? What team is it? Oh, of course, he said like they had a good mentality. Of course, it was a classical like British team who was always come with a mentality and with a lot of physique. So we know that we have to play again that tomorrow. So yeah. Alex, jetzt bist du gefordert. So, die Frage war, ob er schon mal gegen ein schottisches Team gespielt hat. Das sei nicht der Fall, hat Frederik Sørensen gesagt. Natürlich kennt er aber, auf Nachfrage sagte, dass er natürlich Steven Gerrard gut also kennt und auch schon studiert hat. Ein Spiel von Glasgow Rangers hat er ebenfalls gesehen, und zwar das Qualifikationsspiel gegen Midtjylland, die dänische Mannschaft, also seine Landsleute, bei denen er auch ein paar Spieler kennt. Und mit ihnen hat er sich auch über das Spiel unterhalten. Und er denkt, ja, man erwartet morgen englische Härte von den Glasgow Rangers, und das ist das, was die Young Boys dann auch an den Tag legen müssen, um bestehen zu können. Weitere Fragen? Ja. Question for coach, please. How aware is he and his players of Rangers as a counter-attacking team, very strong on the counter-attack, and how cautious will Young Boys have to be against that tomorrow? Also die Rangers haben den Ruf, sehr gut im Gegenangriff zu sein. Was bedeutet das für die Young Boys morgen? Ja, in der Tat ist uns aufgefallen, dass sie sehr gut im Umschaltspiel sind, in den Transitions, very good. Und es wird wichtig für uns sein, dass wir in die richtigen Zonen spielen, dass wir Ballverluste vermeiden, die gefährlich sein können für die schnellen Stürmer von Glasgow und für das Direktspiel nach vorne. Wir haben uns sicher gewisse Pläne vorgelegt, wie wollen wir angreifen, damit wir nicht in diese Situation kommen. Aber alles kann man nicht verhindern, weil man sieht schon, dass Glasgow so steht, damit das Konterspiel bevorzugt wird. As you said, he realized also that Rangers are very well in counter-attacking. So, Young Boys will have to keep the ball well, not to give the Rangers strikers the opportunity to counter-attack as fast as they can. And of course, he has other plans how they will play tomorrow, but he's not going to reveal everything this afternoon. Can I ask the coach what he thought of Rangers' performance in the first match against Feyenoord, and what do you see Rangers' main strengths tomorrow?
Wie hat Gerardo Seoane die Leistung der Glasgow Rangers gegen Feyenoord Rotterdam gesehen? Es war eine beeindruckende Leistung beider Mannschaften, hohe Intensität, viele Zweikämpfe. Darauf müssen wir uns vorbereiten, dass ein körperbetontes Spiel wird, eine hohe Intensität. Ich denke aber auch, dass es einen Unterschied sein wird, ob Glasgow zu Hause oder auswärts spielt. Wichtig wird sein, dass wir versuchen, unser Spiel den Glasgow-Spielern aufzubringen, dass sie nicht in ihr gewohntes Zweikampfspiel kommen, dass wir den Ball schnell laufen lassen und dass wir unsere Stärken ausspielen. So he was impressed by the game, by both teams that he saw. Again, Glasgow Rangers against Feyenoord. He saw high intensity, a lot of tacklings, but he thinks it will be different tomorrow since Rangers are playing away. It's an away game for them, and that's also what he wants his team, that Rangers will feel this. So Young Boys want to play their game. They don't want to have, or they don't, they would like the Rangers not to be able to play their game, and this will be important tomorrow. Next pressing, please. How much of an advantage is the artificial surface for Young Boys? You have a good home record. How much is that down to the plastic pitch? And are you surprised Rangers won't train on it tonight? Die Frage nach dem Kunstrasen hier in Bern, denkt Gerardo Seoane, ob das ein Vorteil sei für seine Mannschaft? Oder wie sieht er die Rangers auf dem Kunstrasen? In der Regel ist es ein Vorteil, zu Hause zu spielen. Und es ist sicher so, dass die Rangers sich das nicht gewohnt sind, auf Kunstrasen zu spielen, dass das sicher kein Nachteil für uns ist. Aber um ein Spiel zu gewinnen, gibt es viel wichtigere Dinge als die äußeren Einflüsse. Viel wichtiger ist, mit welcher Einstellung jeder Spieler oder die Mannschaft auf den Platz geht. Und das wird entscheidend sein. Wir hoffen, dass wir unsere Heimstärke ausspielen können und sehe da nicht einen klaren Vorteil, weil wir auf Kunstrasen spielen. So the manager says that of course it's usually an advantage to play at home. Rangers are not that accustomed to play on artificial turf and for Young Boys it's certainly not a disadvantage to play on artificial turf tomorrow. But there are other things that will be important tomorrow to win a game. One of them is the attitude. With what attitude you come to the field and with what attitude will you play? Is he surprised that Rangers are not training on the pitch? Are you surprised that Rangers are not taking the opportunity to train on the pitch this evening? Die Frage ist, ob Gerardo Seoane erstaunt ist, dass die Rangers die Gelegenheit nicht wahrnehmen, heute nochmal auf dem Kunstrasen zu trainieren. Ich bewerte nicht, was die anderen Trainer oder Mannschaften machen. Wenn sie das nicht machen, werden sie ihre Gründe haben. Es ist nicht an mir, das zu bewerten. I can't judge or comment on what other teams do. They will certainly have their reason why they decided that way. Microphones. Yes, the manager, if he has any other experiences of playing against Scottish teams during his playing career or coming up against Liverpool or Steven Gerrard. Hat Gerardo Seoane Erfahrung gegen schottische Teams oder Mannschaften mit Steven Gerrard? Habe nicht so eine gute Erinnerung, kann mich nicht dazu äußern. Ist auch nicht entscheidend. Ich glaube, weder Steven Gerrard noch ich spielen morgen, von dem her. Die Spieler sind die Hauptakteure. He says he doesn't have such a good memory. He can't remember if he'd played any Scottish team or against Steven Gerrard. And he says it's not that important. Important are the players that play tomorrow, this game, Young Boys Bern against Glasgow Rangers. After the Feyenoord game, Steven Gerrard said that the other teams in this group would be pleased that they had drawn Rangers as the pot four team. Do you see Rangers as the weakest team in this section? Die Frage ist, ob Rangers das größte Team, das stärkste Team der Gruppe sein oder wie er sie einschätzt. Auf jeden Fall ist es eine Champions League Gruppe. Es sind Mannschaften, die
sicher den Anspruch haben, weiterzukommen. Ich denke, dass Porto die letzten Jahre wirklich immer in der Champions League präsent war und darum auch irgendwo als Gruppenfavorit einzustufen ist. Aber ich denke, dass alle vier Mannschaften sich Chancen ausrechnen können. Aber abgerechnet wird erst nach 6 Spielen. Das ist das 2. Spiel und ich befasse mich vor allem mit dem. He says that it's indeed a very good stage that they're playing in. It's a stage in which every team could belong or would like to belong to the Champions League. Well, we saw in the end that Porto has been very strong in the last few years, and he thinks they are the ones to be on top of the table at the end of the group stage. But again, that's not that important today. Important is tomorrow. Gibt es noch? Micro, please. Can I ask, did you watch Brian Laudrup when you were growing up? Did you watch Rangers because of Brian Laudrup when you were young? Die Frage ist, ob Fredrik Sørensen die Glasgow Rangers verfolgt hat, weil Brian Laudrup damals dort gespielt hat, ein Landsmann. Also ich kenne schon Brian Laudrup und wir haben schon in Dänemark auch viel Scottish Fußball gesehen. Dadurch, wir kennen auch alle Peter Löwenkranz, who is actually der ist der zweite Mannschaftstrainer jetzt dort. Und ja, wir haben schon viele Old Firms auch weltweit bekannt. Und ja, klar, wir haben in Dänemark viel Scottish Fußball gesehen dadurch. Yes, indeed. He's, when he was young, he was watching a lot of Scottish football, a lot of Premiership. He also watched the Old Firm several times. And of course, he knows Brian Laudrup, but also Peter Löwenkranz, who's the coach of the second team of Glasgow Rangers. Gibt es noch weitere Fragen, further questions? Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank. Sehen wir uns wieder heute Abend oder sonst dann morgen. Einen angenehmen Aufenthalt in Bern. Besten Dank. Thank you very much.